moin moin und mal wieder zurück. Willkommen auf dem Kanal. Heute wieder mit meiner Frau. Hallo. Hallo. Und ja, wir haben das nächste Spiel von der Messe. Ihr kennt es, denke ich mal, schon. Also falls ihr das Video von meinem Top 10 gesehen habt, da war es mit drin. Und ich weiß aber noch nicht, wie man es ausspricht. Sigil. Sigil. Also meine Ist ja Frau meint Französisch. Sigil, genau, ist ein französisches Spiel. Ich als Bauer sage einfach Sigil. Das ist von Capsicum Games, ja, das ist genau wie hier die Spielzeugseite, die heißt auch Amorelie. Genau, Aurelia. So, und zwar, ja, Sigil. Sigil. Ich habe mich kaputt, wenn das ganz anders Ja, ausgesprochen bestimmt. Wir hätten wird. da ja mal nachfragen können, aber irgendwie waren wir. Ne, this one piece hat gereicht. Ja, genau. Okay, ja, das ist die Geschichte mit den Karten, das Richtung Mahjong geht und was in verschiedenen Positionen ausgelegt werden kann. Wir haben freundlicherweise, weil ich habe auch gefragt, ob es das wohl auf German auch gibt, erstmal mal eine Promokarte dazu gekriegt, die mir erstmal überhaupt nichts sagt. Nee. Aber da ist schon mal eine Schildkröte drauf, cool. Cool. So, und dann haben wir die Siegel, also auf Deutsch ist ein Siegel. Die Siegel-Spielregeln haben wir dann nochmal auf German dazu gekriegt. Hier seht ihr die Figuren, die man legen kann. Hier haben wir einmal das Tor, dann haben wir die Schildkröte, dann haben wir die Pyramiden, den Fluss und die Säulen. Also das, denke ich mal, sind die ganzen Muster. Hier haben wir dann einmal sichtbar, unsichtbar und für Abstand. Ah, okay. Hat gerade ein bisschen gespiegelt, alles klar. Ja, und dann bitteschön. Achso, ich wollte gerade den Trommelwirbel machen. Ja, Capsicum Games ist noch ein cooles Spiel irgendwie. Also was heißt noch ein cooles Spiel? Das sah auf alle Fälle cool aus. Das ist japanisches. Der Name ist natürlich auch gerade entfallen. Natürlich. Aber das gibt es auch am Stand. Das ist ein Querstand, im Quergang der Stand. Ich denke mal, wer den gesucht hat, hat noch gefunden. So, hier haben wir es in Englisch, die Spielanleitung, in Französisch. Und wie Ja, süß. in Englisch Zeige und in Französisch Sigil. Sigil. Und in Deutsch Sigil. Genau. Oder eingedeutscht auch Siegfried. Siegfried, du hast es aber nicht mehr alle. Ich krieg's schon wieder nicht auf. Ich bin einfach zu Ist denn da kein Aufpasser? blöd. Ist da ein Aufpasser? Hallo, guck Ja, ich mal. hab dir. Aber wo? Moment. Ich hätte meine Nägel nicht schneiden sollen. Da ist die Speicherkarte voll. Ja, das hast du bei mir komischerweise immer. Ja, mich sind es immer Ja, so. genau. Schön, dass du es Langweilig. einsiehst. Lass mich. Also, ich kämpfe hier gerade. Das ist wie bei den CDs damals. Ah, jetzt hab ich's. Oder auch nicht? Ah, doch. Ja, wenn man einmal da angefangen hat, dann geht das meistens. Mach ich die Stuttgart kaputt. Nein, mache ich nicht. Die scheinen wieder Standardgröße zu haben, das heißt, wir haben dafür bestimmt auch irgendwo einen Raum stehen. Ja, garantiert, das ist die Extrakarte, die lege ich mal da rein. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Es ist okay durchnummeriert. Ah, die Artworks sind aber auch echt schön. Ja, muss Muss ich nur ich ein bisschen sagen. gerade halten. Das sieht auch echt toll aus. Ich hoffe, es blendet nicht. Blendet Nee, es? so ist okay. Ich Ja, gucke gut. nämlich gerade hier parallel mal. Ja, in mehreren Farben. Wie das genau gespielt wird, wissen wir jetzt auch noch nicht. Also es geht prinzipiell, so wie ich schon sagte, darum, dass man die Karten wie bei Mahjong dann irgendwie so auflösen kann. Und dann kriegt man die, legt die noch wohl vor sich ab und dann hat man noch die Möglichkeit, als Gegner dem anderen Spieler die Karten zu klauen. Das fand ich so ganz cool, also Mahjong plus X, so habe ich das ja schon genannt. Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, es ist eigentlich, die Spielregeln sind recht simpel und meistens hatten wir bis jetzt Glück, falsch, dass wenn die Spielregeln recht simpel waren, Dass wir es auch dass wir verstanden erstens, dass wir es verstanden haben und zweitens, dass es meistens auch total Bock gemacht hat und es schnell zu lernen war und wenn jemand Neues dazu kam, dass wir denen das richtig schnell beibringen konnten und ja, Genau, das zum hat echt Beispiel geholfen. Quicks. Also Quicks, ja, genau. Quicks, das haben wir natürlich vergessen mitzunehmen. Es gibt von Quicks auch eine Erweiterung, wo man jetzt, also das Kartenspiel, das kannten wir ja schon, das war jetzt nicht so toll wie Nee, das das kann ich Original nicht. Quicks. Ja. Aber ich kenne kein Spiel, was irgendwie öfter auf den Tisch gekommen ist als Quicks, Ja. gerade so übers Jahr gesehen. Ja. In letzter Zeit auch für Scythe, aber so für zwischendurch immer mal Quicks. Ja, das geht recht schnell, zügig, zack, zack, Jeder zack. kann es mittlerweile aus unserem Ja. Bekanntenkreis, groß und aus der Familie. Und ja, da gibt es, wie gesagt, eine Erweiterung, wo Das man, Duell. ja Du genau, kriegst das das Duell. Duell war auch ein kurzes Bild von im Messevideo. Und da muss man jetzt, wie war das noch, zusätzlich genau, muss man noch so ein Türmchen bauen, also aus so kleinen Tokens, Spielstein, schon wieder im Englischen. Und ja, ich bin gespannt, ich wollte es eigentlich noch mitnehmen, aber wir sind dann irgendwie so rumgewuselt und zum Auto gewuselt und dann war es zu spät.
Ja, genau wie Carnage, das war leider auch irgendwie noch gar nicht auf Deutsch verfügbar, geschweige denn, also geschweige denn auf Deutsch und nicht mal in Englisch. Das wird irgendwie wohl erst gekickstartet. Im Dezember soll das dann wohl rauskommen und bei Asmodee dann in Deutsch, aber wann konnte die gute Frau mir auch nicht sagen. Dafür habe ich bei Shadows of Normandie nochmal drauf geguckt, das sah ganz cool aus. Habe ich jetzt aber auch nicht mehr mitnehmen können. Und ja, wie das halt so ist auf der Messe. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir, genau. Wir reden jetzt über dieses Spiel. Aber wir sind, ja, genau. Vielleicht sollten wir nochmal so ein Fazitspiel-Video machen, dann brauchen wir hier nicht mal zu quatschen. Ja. Okay, Sigil, Seigel, Sigil, Siegfried. Für 15 Euro, denke ich mal, ein cooles Spiel. Wir haben auf alle Fälle ausprobiert, ich denke mal relativ zeitnah. Die Regeln, die sind sehr überschaubar, wie man hier sieht. Das ist sogar irgendwie für begriffsstutzige Leute wie uns, die immer im Moment länger brauchen. Denke ich mal ganz gut zu machen. Ja. Und ja, wir freuen uns drauf. Wir sehen uns im Regelvideo und im Let's Play, würde ich sagen. Bis dann, ciao. Ciao.